Hast du eigentlich eine Ahnung, wo wir hier sind? Wir sind im Stonehenge-Studio. Ich muss dir schon wieder was beichten. Sorry, Alter. Ich war wieder unartig. Ich habe wieder eingekauft. Was gibt's denn heute? Guckst du. Themen. Oje. Noch schlimmer. Hast du irgendeine Idee, was da drin ist? Ich weiß es sogar schon. Da ist ein Neumann U67 drin. Nee, ey, ich gehe wieder. Nee, bleib mal an. Ne? Sollen wir mal rausholen, ja? Ja. Boah, ich bin so nervös. Weißt du, irgendwie, ich habe mal irgendwann davon, stand ich vor der Entscheidung, kaufe ich mir eine Gibson oder fahre ich in Urlaub? Was habe ich gemacht? Du hast dir eine Gibson gekauft, ist doch logisch. Was ist dieses Jahr mit dem Urlaub? Okay. Gut. Tralala. Wir haben noch einen Karton. Oh, ein Karton. Raus. Ich schmeiße Karton A weg. Das hat fast was von Loriot. Mann. Oh. Ey, du glaubst, da steht sogar jetzt schon Neumann drauf, ne? Ja. Boah, das ist auch ein Neumann Klebeband. Ich trau mich gar das nicht aufzumachen. Das dürfen wir eigentlich gar nicht aufmachen. Der Fuck, nee. Ja, Terror ist in der Haus. Wow. Krieg feuchte Hände. Ein U67. Und wir haben eine weitere Verpackung. Oh. Du, es sieht genauso aus wie auf der Neumann Homepage, ne? Ja. Oh. Okay. Oh. Erzählen wir mal langsam ernst, was ist hier? Ah, hier ist Peripherie drin. Mann. Schwer? Ja, total schwer. Oh. Ziehst du mal bitte? Ja. Unglaublich, ey. Boah, jetzt kommt der Moment, auf den ich so viele Jahre gewartet habe. Ohne Quatsch, ne? Das ist geil. Oh fuck. Das ist so wie die Büchse der Pandora, ne? Ja, aber die Dinger sind komplett Handarbeit. Die kannst du sogar abschließen. Wow! Da steht, guck mal, hier auf dem Emblem steht sogar Neumann U67 drauf. Da fuck, ist das geil, Alter. Mega! Wow. Oh, kann man mal gerade. Wow! Nee, ne? Doch! Die sind wirklich tatsächlich alle in Handarbeit, ne? Boah, ich trau mich kaum das an. Das ist bloß nicht fallen. Boah. Ja, da gehen irgendwie Kindheitsträume in Erfüllung, ne? That's it! Lass mich das mal anfassen. Oh, nur kurz. Geil. Fuck. Absolut das, geiles Mike. Ist das der Hammer, ne? Aber nicht, dass die uns da ein U87 angedreht haben, ne? Ein U67, ah ne, das ist ein U67V ist der Power Supply. Krass. Und dann auch die Schlüssel. Wow. Ja, auch die Schlüssel drin. Ja, also bleibt eigentlich kaum noch was zu tun, außer wir packen wir gerade alles aus, damit man das auch sieht. Ne? Auszuprobieren, was? So. Ich stelle den Koffer mal gerade beiseite. Ah. Danger. Die wird viel kleiner als früher, die Netzteile, ne? Hammer. Aber größer als das von unserem UM57, ne? Mhm. Ja, du hast die Ehre, du darfst es nochmal halten. Darf ich nochmal halten, das ja. Netzteil ist auch... Wow. Das sieht aber schon sehr vintage aus, das Teil, oder? Ja, ist aber das ist ja das Einzige, was modern ist, da dran. Ansonsten ist das ja... Ja, aber nee, vom Aussehen her, vom Look, sieht es schon sehr vintage aus, das Teil. Das Netzteil. Ja, und im Gegensatz zu unseren 87ern ist der Korb noch völlig intakt. Ja. Der ist macht ja natürlich auch neu, ne? Schau mal. Das ist die Spinne. Spider. Lass mal aufpassen. Krass. Will ich sehen. Hängst einfach da rein und dann machst du die Schnappe einfach zu. Ah ja, krass. Ah, I see. Oh, aber nicht verkratzen jetzt hier. Direkt, ne? Zap. Das heißt, da passen auch unsere U87 rein wahrscheinlich. Nice. Das ist... Hält. Es hält. Ja. Das ist es. Tim, sollen wir mal anschließen gehen? Ja, gleich. Oh, ich bin so ungeduldig. Ich muss hören. Halt mal gerade. Ich will... Halt mal ganz kurz das Mikro. Ich will mal ganz kurz wissen, was hier noch drin ist. Du hast ein persönliches Dankeschreiben von Georg drin. Nein, Kabel. Aber auch gut. Achso, das sind die amerikanischen tatsächlich und die deutschen. Okay. Ne, das heißt, das Netz. Ach, verstehe. Das, und englischen. Also, das heißt, das Netzteil ist wahrscheinlich auch für alle Spannungen.
gucken wir mal. Steht da. Kannst du lesen. 100 bis 120, 220 bis 240. Ah, okay. 50 bis 60 Hertz, 12 Watt. Gut. Dann geil. Sehen wir jetzt eigentlich so weit, dass wir mal anschließen können. Ah. Oder? Wir haben noch hier dieses ganz besondere... Warum NU 67? Das ist Netzteil. Ah, okay, okay, okay. Ich bin ja auch drauf. Ja, ja, okay, okay, okay. Aber das NU kennen wir ja von einem anderen Neumann, ne? Ja, dann würde ich sagen, werden wir das Ding mal anschließen gehen, ne? Oh je. Und im nächsten Video seht ihr dann mehr.